Ein Schwein, dieser weiße Schwein. Immer so. Ich bin der Darren Boateng, ich bin 23 Jahre alt, ich komme aus Mainz und ich mache MMA. Ich habe hier einen Trainingskollegen mit euch, für euch mitgebracht. Servus. Und ja, hör ich mal vor. Ich bin der Robby, ich bin 25 Jahre alt, ich komme auch aus Mainz und bin auch MMA-Fighter. Vor 4 Jahren war ich auf einer Veranstaltung in Salheim und da habe ich zum ersten Mal halt gesehen, wie das MMA eigentlich so abläuft. Ein Kollege von mir, der ist da war, der hat dort gekämpft und ja, so bin ich erstmal dazu gekommen. Wow, okay, das ist krass, was sie da machen, das will ich auch machen, weil ich sag mal so, ich war schon immer so ein Kämpfertyp. Ich habe mich halt oft schon für Kampfsport interessiert, nicht spezifisch MMA, aber eher so Boxen und so. Und ja, da habe ich schon ein bisschen gequatscht, habe gemeint, ja, ich würde gerne auch MMA machen. Und ja, und dann meinte er dann zu mir, ja, warte mal kurz, komm mal mit. Hat er mich beim Trainer vorgestellt, der war in Freidenberg. Hat ihm gesagt, ja, der Kleine will auch MMA anfangen. Bei mir war das so, also ich habe schon mal Boxen gemacht gehabt, ganz kurz. Aber nur, jeder kennt es, Larifari, bis 3 Monate ins Training, dann wieder nicht. Und dann kam ich wieder nach Mainz, weil ich habe davor in Belgien gewohnt. Und Darren hat dann die ganze Zeit zu mir gesagt, ey, komm ins Muskater, komm ins Muskater. Und irgendwann nach ein paar Monaten bin ich ins Muskater gekommen. Ich dachte aber, ich wäre ein guter Fighter gewesen zu dem Zeitpunkt. Bin dann hier erstmal 2 Wochen verprügelt worden und dann hat es richtig angefangen. Dann hat es Klick gemacht. Ja, von der werde ich hier jeden Tag verprügelt. Aber es pusht mich, es macht mich besser. Ich bin auch, seit wann bin ich jetzt hier? Seit letztes Jahr September ungefähr, Ende September, Anfang, ja so, um den Dreh. Und ich habe jetzt vor 3 Monaten meinen ersten MMA-Kampf gemacht, leider verloren. Gegen einen erfahrenen Gegner kämpft, aber ich nehme es mit für den nächsten Kampf, bin motiviert, wir trainieren jeden Tag hart und es macht mir auf jeden Fall Spaß. Also bevor ich kämpfe, ich mag es, wenn es eher ruhig ist, wenn ich nicht so viel um mich herum habe. Weil es gibt einen gewissen Druck und ich kann zwar gut mit Druck umgehen, aber ich mag es eher so, wenn es ruhig ist und ich mich voll und ganz 100% auf das Geschehen konzentrieren kann. Und ich bilde mir halt im Kopf immer ab, so was wird passieren, was für Move werde ich machen und so. Und da brauche ich halt sehr viel Ruhe und Konzentration. Und das ist eher so mein Raum, wo ich sage, dass ich für den Kampfsport brauche. Ich brauche auf jeden Fall viel Ruhe. Ich bin eher ein Stand-Up-Kämpfer, so als Boxen und Kickboxen-Bereich, das liegt mir ja am meisten. Grappling mag ich zwar auch, ja, aber das ist nicht so mein Stärk, ich bin eher so der Brawler, so der Draufhau-Typ. Ground and Pound zum Beispiel ist eine sehr große Stärke von mir. Und ja. Ja, also ich würde eigentlich auch sagen, dass ich eher der Stand-Up-Kämpfer bin, einfach weil ich jeden Tag mit Darren trainiere und das ist einfach. Ich gucke mir sehr viel bei ihm ab, weil man sehr viel lernen kann. Ich gucke mir eigentlich jeden Move von ihm ab und mache das dann bei anderen Leuten. Und aber so wird man besser. Und natürlich, was ich auch richtig mag, ist eigentlich das Ring. Mag ich auch richtig, weil ich weiß nicht. Ich habe einfach, der sagt auch immer, ich habe so eine natürliche Kraft gegeben. Und ich glaube, da fühle ich mich auch ganz wohl eigentlich. Natürlich muss ich noch was dazu lernen, aber es kommt alles mit der Zeit. Also wir trainieren täglich, also jeden Tag, 2-mal am Tag, morgens und abends. Das ist unsere Routine. So, also wir wollen beide was erreichen. Wir wollen uns fest unseren Beruf machen. Wir wollen ganz nach oben. Und da gehört halt eine gewisse Disziplin dazu. Deswegen trainieren wir jeden Tag sehr fleißig, sehr hart und bringen uns immer was bei gegenseitig. Ich lerne von ihm, er lernt von mir. Und ja, also wir sind jeden Tag hier, 2-mal am Tag und trainieren sehr hart.